Was bedeutet Bürgerschaft in der digitalisierten Gesellschaft? Und wie verändern sich die Möglichkeiten zur Teilhabe? Digital Citizenship basiert auf digitaler Partizipation. In der digitalen Gesellschaft bieten sich hierfür zahlreiche neue Formen und Möglichkeiten. Traditionelle Partizipationsmuster verändern sich oder verlieren an Bedeutung. Das Internet hat bestehende Partizipationshürden auf vielen Ebenen reduziert. Potenziell ist es allen Menschen jederzeit möglich, die eigene Meinung und die individuellen Interessen netzöffentlich zu vertreten. Nach Jürgen Habermas handelt es sich hierbei um einen zunächst begrüßenswerten Zuwachs an Egalitarismus. Die Medienwissenschaftlerin Kaya Timm betont dabei den Bedeutungsgewinn der sogenannten Mikropartizipation. Einzelne können durch einen Kommentar oder ein Posting eine Welle von Reaktionen auslösen und auf diese Weise sogar Themen in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen, die andernorts wenig Beachtung gefunden hätten. Auch kleine Interessengruppen haben durch die virtuellen Versammlungsräume und durch die Mikropartizipation eine nicht zu unterschätzende Machtoption gewonnen. Für die gesellschaftliche Partizipation bieten die digitalen Medien vielfältige neue Wege. Beispielsweise Civic Techs, also Vernetzungen, die zur Bewältigung gesellschaftlicher Probleme führen sollen, sind erheblich effektiver als klassische Organisationen. So konnten etwa die flexiblen Unterstützungssysteme für Geflüchtete nur dank des Internets aufgebaut werden. Freiwilliges Engagement und soziale Hilfe wurden teilweise länderübergreifend und ohne Zutun der politischen Institutionen organisiert. Das Netz bietet etliche neue Möglichkeiten zur sozialen und politischen Teilhabe. Besonders beliebt sind hierbei Mittel wie Online-Petitionen, die als quasi Plebiszite wirken können, oder wie das Crowdfunding, durch das Geld für Partizipationsprojekte gesammelt werden kann. Gerade an diesen Beispielen zeigt sich, dass es möglich geworden ist, auch größere gesellschaftsrelevante Vorhaben auf Basis digitaldemokratischer Vernetzung umzusetzen. Es ist zu konstatieren, dass digitale Medien und dabei besonders soziale Netzwerke für demokratische Artikulationsprozesse nutzbar gemacht werden können. Gerade auch von Gruppen, denen es in der analogen Welt für eine erfolgreiche Interessenvertretung an Mitteln und an Mitgliedern mangelt. Allerdings ist dies nur möglich, wenn es gelingt, die digitale Kluft, the digital divide, zu schließen, die sich in verschiedenen Bereichen aufgetan hat. In den unterschiedlichen Forschungsfeldern von der Informatik über Medien- und Kommunikationswissenschaften bis zu den Sozialwissenschaften wird dieses Phänomen aus verschiedenen Blickwinkeln diskutiert. Dabei steht das Spannungsfeld von Inklusion und Exklusion im Vordergrund. Die sozialen Ungleichheiten scheinen dabei technisch, ökonomisch, politisch und soziokulturell begründet. Verfügen alle Menschen über die gleichen technischen Voraussetzungen? Bestehen zum Beispiel in ländlichen Regionen gleiche Partizipationschancen wie in der Stadt? Und wie sieht es im globalen Raum aus? Können sich alle Menschen den Zugang zu digitalen Medien gleichermaßen finanziell leisten? Hier ist beispielsweise an die Preise für Notebooks, Smartphones und den Internetzugang zu denken. Wie verändern sich die Gesprächs- und Diskurskultur sowie der Umgang miteinander? Beispielsweise scheint in der digitalen Welt der Transparenzgedanke gegenüber den Persönlichkeitsrechten an Bedeutung zu gewinnen. Sind alle zu einem mündigen Gebrauch digitaler Medien befähigt? Hier erscheinen Quellen- und Medienkritik sowie Selbstreflexivität als notwendige Kompetenzen des Digital Citizen. Ein Blick in den digitalen Lebensalltag der Menschen zeigt, dass unsere Gesellschaft durch Ungleichheiten geprägt ist. Zu einigen Aspekten scheint die Digitalisierung den sozialen Ausschluss eher zu befördern, mit der Gefahr, dass sich kleine, diskursbestimmende Informationseliten herausbilden. Digital Citizenship Education muss diesen Tendenzen entgegenwirken und in normativer Hinsicht auf gleiche Partizipationschancen für alle hinwirken. Die Demokratiebildung kann dabei einen wesentlichen Beitrag leisten.